einer neuen Folge Angeln mit Stil. Heute mal was ganz Spannendes, was ganz Besonderes, denn wir sind hier an einem Fluss oder Bach eingeladen worden, denn es geht auf Forelle, vielleicht sogar Saibling und Esche, wie ich gehört habe. Und das in der Natur, was für mich was total Besonderes ist, habe ich noch nie gemacht, finde ich mega geil. Und dabei haben wir heute eingeladen von Wunschkopf, der John Stark. Ja, er heißt wirklich so. Die Game of Thrones Fans wissen Bescheid und er ist auch kein Bastard und kein Schnee. Nein. Und weil wir ja am Bach sind, haben wir auch Patrick Bach dabei. Ja, herzlich willkommen. Genau. Jetzt haben wir aber auch genug von den schlechten Witzen, denn wir wollen jetzt ins Wasser. Wir sind am Wasser. Wir haben mich auch dabei. Mit schlechten Witzen ist nicht vorbei. Ja, aber die beiden sind doch unsere Gäste. So, das ist richtig. Wir haben Wegi ist auch dabei, der ist heute nicht weg, Mann. Nee. Was erwartet uns denn heute? Ja, wir haben letzte Woche hat es halt gut gezeigt. Die Fische stehen überall noch verstreut. Also das übliche Bumpen absuchen oder so ist nicht. Wir müssen wirklich die ganze Wasserfläche abfischen. Spoonangeln ist angesagt, 3,5 Gramm ungefähr. Und die wunderschön am Boden präsentiert. Die Fische sind auch voll mit Egeln, die stehen auch richtig am Grund, wie angeklebt. Und da müssen wir halt die Spoons risikoreich drüber führen. Aber ich denke, das gibt heute auf alle Fälle Fisch. Das machen wir noch. Und das Ding ist, er hat mir ja im Vorfeld gesagt, Fischgarantie für euch beide. Er weiß aber nicht, mit wem er unterwegs ist. Das werden wir doch sehen. Oh Mann. Ich habe nur eine Angelroute mit, also die Challenge accepted. Okay. So, wir haben Ersatzrouten bei. Hast du noch was zu sagen? Warm bleiben, bis gleich. Alles klar, film mal. Fangen wir hier direkt an? Ja. Wie, du konntest erkennen, dass das ein Biss war? Ja, das war doch ein du Grund. Siehst, nein, du siehst an der, du siehst irgendwann zwischen Poltern, so über den Grund poltern, so Bisse kommen meistens, das ist einmal so ein kurzes Ziehen. Ne, das sind zwar nur so 2-3 Zentimeter, aber das ist so ein Ziehen. Was hast du denn? Was hast du denn gemacht? Das ging ja schnell. Das ging schnell, ne? Einen habe ich noch. Ja, Niklas, hast du das gehört? Mhm. Ich habe beim zweiten Wurf... Oh, Hänger. Siehst du, so viel hier, Hänger. Bei meinem zweiten Wurf hatte ich schon Biss, sagt er. Für mich war das alles Hänger. Aber er sagte, war ein Biss. Aber er hat auch eine Forelle aufsteigen sehen, sagt er. Du sag mal, wie lange angeln wir jetzt schon, ne? Wie lange sind wir jetzt am Angeln? 3 Minuten. Ja. 3 Minuten, 2 verlorene Knoten. Ja, richtig. Und hier sind jetzt schon 2 Leute am Knoten. So angelt man vertikal auf Forelle. Und wieder habe ich ihn. Ha. Experte im Hänger. Alter! Oh no! Oh. Egal. Aber hier ist es. Egal. Zu viel versprochen? Nein! Wegi begeistert. Die Wettwurstwitze, er sagt hier, das war sehr baumstark. Ich sag so am Bach, aber der Fisch ist weg, Mann. Ja, siehst du? Sehr geil, sehr geil. Ja, gerade ersten Kontakt gehabt, Leute! Erster Kontakt! Wie geil ist das denn? Hast du ihn aber kurz zu Gesicht gekriegt, ne? Ja, gesehen habe ich es. War echt ein Fisch. Echt, wirklich, echt. Wie groß war der ungefähr? Ja, nicht so groß, aber Fisch. Ich bin glücklich. Gut. Jetzt 40 Minuten am Angeln und überall, wo wir hier lang kommen, können wir komplett auf den Grund sehen und da sollen Forellen beißen, obwohl wir den kompletten Grund sehen. Ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Es ist unfassbar schön hier, macht auch sehr viel Spaß, aber ob hier Fisch ist, da bin ich noch skeptisch. Das sind wir gar nicht, wir haben schon einen gesehen. Du hast einen gesehen? Ja, das war... Muss ich hier schneller kurbeln? Ich muss halt gucken, immer so ziemlich mittig. Das
geht halt so in den Bunken rein, ja, dass du den kurz durchsacken lässt. Ah. Und dann halt kannst du relativ zügig einkurbeln. Genau, und jetzt kurbelst du einfach ganz normal wieder ein, dass er halt nur auf Tiefe so ein bisschen kommt. Ab hier gehe ich dann nach links mit der Rutenspitze, oder? Upsala. Ah. Ja, aua. Ich bin alt. Aua. Wo ist der Fisch? Wie viele Fische hattet ihr denn schon, als ich weg war? Wir haben welche steigen sind hier. Okay. Deshalb habe ich mich ja so geärgert, wo du bleibst. Weil hier welche Vögel im Video sind, natürlich schön, brauchen wir aber gerade nicht. Ich habe auch keine gesehen. Vögel Videos machen wollen und wir auch. Was hast du denn dann gefilmt? Landschaft, Natur. Schön klein. Jetzt lässt er uns ganz bis hier hinlaufen und jetzt sollen wir zurück zum Auto laufen, um dann zur nächsten Stelle zu fahren. Also da ist jetzt unser nächster Hotspot. Ihr kennt ja meinen Spruch, ist der Graben noch so klein, halte ich meinen Köder rein. Ne? Wenn du Blub machst, dann wissen wir, geht nicht mehr. Geht noch. Ja? Noch einen Meter. Ach, jetzt brauchst du dich auch. Ja, klar. There is a village out there we call the Earth. In which inhabitants are trying not to drown. They share the universal language of the surf. Wie findest du es denn bisher? Gut. Ich bin der Einzige, der hier Fische fängt. Also fast. Nein, das ist super. Das ist total spannend. Spannende Angelei. Zumal man ja auch hier mit dem klaren Wasser und so. Das macht schon Spaß. Macht schon Spaß. Ich hatte jetzt zwei Kontakte auch tatsächlich zu fischen. Das gibt einem ja immer noch mal ein gutes Gefühl, dass man nicht alles verkehrt macht. Und von daher bin ich ganz gut zufrieden im Moment. Wir schauen mal, was da noch so kommen mag. Was sagst du, Dennis? Wie ist es für dich so? Auch macht Spaß, ne? War ja vorher so ganz, bei euch kriegt Fischgarantie, ihr kriegt beide Fische. Ich habe gesagt, du weißt schon, mit wem du unterwegs bist. So, jetzt sind wir, keine Ahnung, 2 Stunden unterwegs. Wir haben noch keinen Fisch gefangen. Vegi hat als einziger 2 Kontakte gehabt. Schwierig. Aber wir sind noch dabei, wir haben noch ein paar Stunden. Ja Leute, Endzeit ist ja dieser Tage sehr angesagt und wir sind jetzt hier auf dem Survival-Trip. Seht euch das an, wir sind hier im Endzeitlager. Das heißt, die Apokalypse ist jetzt. Ob da noch ein paar Zombies... Ah, da kommt schon einer. Wir müssen jetzt die Apokalypse hier überleben. Ja, Fisch! Sehr geil! Was du sagst, die merkt man nicht, Alter. Der Pfeil hat mir bei die Hügel gefühlt. Die Esche. Nee. Nein! Oder? Nee. Mach Henry! Schöne Barfu. Bitte mehr! Das sind halt unsere Besatzfische. Na, so werden die besetzt bei uns. Schnell wieder rein. Da brauchen wir kein Foto von, wenn sie zurückkommen. Danke sehr. Geil! Hebrin! Sag doch! Hebrin, Meister! Vielen Dank! Sehr geil! Ja. Ach, geil! Das Ding ist, bei sowas fangen wir gerade. Forellen sind ja sehr empfindlich, deshalb hat er die auch gar nicht aus dem nassen Kescher geholt. Ganz schnell den Haken ab, ganz schnell wieder rein. Nicht groß rumlabern, nicht groß Foto machen. Dann können wir direkt nämlich weiter angehen, weil die war zu klein zum Mitnehmen. Und wenn wir dann eine haben zum Mitnehmen, dann können wir euch die vielleicht zeigen, nachdem wir sie dann getötet haben.
wollen ja wirklich weit gerecht. Und das Geile ist, Vicky hatte hier vorne auch schon eine, aber die war das auf jeden Fall nicht. Das konnte man erkennen. Und die haben wir gekriegt, weil wir da direkt quasi fast in den Baum geworfen haben. Aber der Einschlag, Satans, Junge. Harakiri, die hat reingezimmert. War halt auch tadellos, ne? Was halt immer, da guckt unser Verein extrem drauf, dass die Fische halt nicht aus irgendwelchen Betonhälterbecken kommen, wo die sich dann alles kaputt rammeln rundherum. Und ich habe jetzt letztes Jahr über 400 Fische hier rausgefangen und da waren 3 Stück, die einen Schaden hatten. Aber du fängst hier überwiegend immer auf Naturforellen. Ja. Deswegen, desto weiter hoch man kommt, desto mehr ist auch mal eine Regenbogenforelle dabei, weil oben ist so ein, ja, eine Fischzucht und der schmeißt halt alles, was er nicht haben will, fliegt anscheinend hinten drüber und so kommen die dann halt oben in die Flugstrecke. Ja. So, da haben wir bei dem ersten die Fanggarantie schon mal hinter uns gebracht. Fällt mir schon mal auf der linken Seite ein Herz vom Stein, ein Stein vom Herzen. Jetzt sehen wir noch der da hinten. Abstoßen, dann 1 Meter versinken. Abstoßen kriege ich hin. Ich bin ein bisschen mal gewesen. Also, jo, gesättigt? Ja, wir haben was gegessen. Wir erzählen nicht wo, weil wir jetzt keine Werbung machen wollen. Aber. Warte mal, setz die Krone mal gerade auf, danke so. Aber. Anfragen, Sponsoring und so, lasst kommen. Haben wir gestern schon bekommen aus einem anderen Lebensmittelladen. Aber das machen wir nicht. Also, kurz gesagt. Ja, die hatten die glorreiche Idee, wer die letzte Forelle gefangen hat, muss Mütze tragen. Also nein, die Krone. Nein, das ist so. Pass auf. Du hast die größte, die meisten und die einzige Forelle gefangen. Und deswegen bist du Aktstand jetzt noch der Forellenkönig des Tages. Wir gucken mal. Ja. Vielleicht wechselt die Krone ja nochmal das Häutchen. Also es wird schwer sein, eine kleinere zu kriegen. Obwohl du 2 kleinere dran hattest. Ja, nee, eine war kleiner auf jeden Fall, die zweite weiß ich nicht. Also, es geht jetzt weiter. Guckt euch das da hinten an. Ich bin schon rattenheiß. Neue Stelle, neues Glück. Lass uns gehen. Fisch! Was? Nichts, ich wollte euch nur mal gucken, wie schnell ihr umdreht, aber ihr seid gar nicht so schnell. Boah, das ist aber schön. Ja, Fisch! Fisch! Oh, ein besserer! Besser. Der Witz war gar kein Spaß! Nein! 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 Boah, das war wohl hier, wie heißt das? Foreshadowing oder wie nennt man das noch? Ja, so weit waren wir noch nicht. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie es aussehen kann. Ich wollte wissen, ob ihr jetzt wirklich so schnell rennen könnt. Ja, das war eine schöne. Oh, nee, hast du gesehen, was da durchgetrieben ist? Ja, Fisch, Fisch! Ich werde bekloppt. Ja, ich kesche den. Boah, ich werd porös. Ich werd porös. Ich fall die Krone auf. Ja. Oh, ist die schön. Oh. Ja, die kannst du auf alle Fälle. Die ist dicke im Maße. Das ist eine wilde. Die nimmt man mit? Die nehmen wir mit. Guck mal, oh ja, über 30, ne? Geil. So, jetzt sag mal was. Dein zweiter Fisch. Ja, wir sind hier an die neue Stelle angekommen. Erster Wurf. Hing einer dran. Ich habe noch so Spaß zu denen gesagt, Fisch, und dann war doch einer dran. Und beim zweiten Wurf habe ich den dann rausgekriegt. Und das war ein schöner. Ich glaube, dass der erste sogar ein kleines Stück größer war, schätze ich jetzt mal. Aber das sind richtig schöne Fische und macht Spaß. Und vor allen Dingen ich als Forellenschreck, ne? Da hätte ich ja beim besten Willen nicht mitgerechnet. Sehr geil. Was gibt's hier Schönes? Einmal eine schöne Bachforelle. So, einmal sexy Brownie. Ja, oder? Warte. Yep. Einfach in die Strömung gestellt, mit der Rute festgehalten.
und dann einmal abgelassen und dann pop. Also du hast deine Forelle ja gerade mit einem Wobbler gefangen. Genau. Wie gehst du das hier passiv an? Passiv. Ne? Ich habe halt den Vorteil, ich mache mir die Strömung zu nutzen, weil die Fische schwimmen jetzt nicht großartig dem Köder hinterher. Die fressen das, was bei denen vor der Nase ist. Und das ist halt jetzt der Vorteil dadurch, dass ich den halt jetzt langsam hier rüber treiben lasse in der Strömung und immer mal quasi ein bisschen Schnur gebe, so einen halben Meter. Dann sieht das für die Forelle aus, dass das ein kleines Fischchen ist, was es nicht mehr schafft, gegen die Strömung anzufüllen. Und dann knallen die eigentlich irgendwann richtig im Stand. Man kann die auch wirklich, ich habe die bestimmt 30 Sekunden stehen lassen, gerade den Wobbler, und da ist nichts passiert. Und auf einmal nochmal ein Stück Schnur gegeben und in dem Moment knallen die drauf. Ja, mega. Ja, und so kann man halt wirklich punktuell, gerade an Strömung, sagen, okay, ich möchte meinen Köder da halten und dann Stück für Stück abfischen. Und normalerweise würde ich das jetzt so machen, da würde ich von oben nach unten gehen, weil ich dann immer weiter treiben lassen kann. Dann brauche ich teilweise auf 100 Meter nicht einmal auswerfen. Ne? Ich mache dann wirklich alles über die Route, wenn das passt. Ja, wir sind ja von dem John von Wunschkopf eingeladen worden. Wunschkopf bedeutet, der Kunde kann sich quasi seine eigenen Farben aussuchen. Ich dachte bisher, es geht nur um Gummifische. Jetzt hat er uns aber ein paar Spoons mitgebracht. Das ist jetzt die neue Range, damit fangen wir jetzt gerade an. Das sind jetzt noch die ersten Prototypen zum Testen. Und die werden so in 3 Wochen, denke ich mal, werden die im Shop sein. Die sind jetzt alle bestellt, die Farben sind alle da zu Hause schon. Und wenn dann alles zusammen ist, kommen die direkt in den Shop, weil Fische fangen, tun sie. Das stimmt. Und wenn ich das richtig habe, die machst du die selber? Die sprayst du auch selber? Ich airbrush die komplett selber. Okay. Genau. Deswegen, das ist mir sehr wichtig. Und die sind halt auch wieder angelehnt. Wir haben ja schon zum Beispiel, haben wir das mit dem Sexy Brownie, haben wir das ja gemacht, dass wir den als Hardbait haben und als Gummifisch. Und jetzt mit den Spoons machen wir das auf die gleiche Schiene. Die Spoons ist halt einmal der Greenpad, dann haben wir den Fifro, dann haben wir einmal den Sissy und das ist der Zombie. Da arbeiten wir noch als Gummifisch dran, den haben wir als Wobbler, haben wir den. Aber als Gummifisch tue ich mich noch ein bisschen schwer, aber der wird auch kommen. Und wie gesagt, wir bleiben unserer Linie treu, alles in der gleichen Schiene zu fahren, dass jeder ausprobieren kann, was er will. Ja, das heißt, wenn ich jetzt Bock auf ein neues Dekor habe, setze ich mich mit ihm zusammen, sage, pass mal auf, das Dekor hätte ich gerne, dann wird er zusammengebastelt und wenn ich ihm dann die Erlaubnis gebe, dann kann er das auch in Serie produzieren. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Genau, dann würde ich das in Serie produzieren. Meistens sagen die Leute dann, ich hätte den gerne, aber mit meinem Namen. Dadurch haben wir ja die Runa, Sissy, dann haben wir der Fifro, der will nicht genannt werden, und den Leon. Und so ergibt sich das dann halt auch immer wieder. Und so stellt man halt auch fest, dass es halt immer von Anglern für Angler ist. Ne? Also ich entscheide nicht jetzt, welcher Angler muss mit was angeln. Die Angler kommen halt zu mir, wollen das und das haben und sind halt meistens stolz, dass ihre Farben halt auch bei anderen erfolgreich sind. Ne? Ja. Also, wenn ihr Bock habt auf euren eigenen Gummifisch, auf euren eigenen Wobbler oder auch Spoon. Spoon, genau. Dann meldet euch bei ihm, gebt ihm sein Dekor durch. Er bastelt das für euch und wenn es dann gut läuft und ihr wollt, nimmt er den vielleicht auch in den Shop auf, aber nur, wenn ihr das wollt. Also genau, ansonsten ist das halt eure Farbe. Also ich habe auch so ein paar Farben, die mache ich speziell für jemanden. Und der sagt halt, das sind meine Farben und die mache ich dann auch für keinen anderen. Ne? Ja. Also, das ist mir sehr wichtig. Sehr geil. Und ich werde jetzt mit dem Greenpad weiter angeln. Nee, ich werde jetzt erstmal Wobbler ausprobieren, sowas. Ach, Fisch! Yes! Alter, was geht denn hier ab, ey? Niklas, hier kommt jetzt gleich rüber. Warte. Wuhuhu! Danke dir! Oh, ist das schön! Sehr schön! Geil, ey! Yo! Geschafft! Da hat's geklappt! Danke sehr! Die Tasche steht hier, ne? Ja. Weiß ja, wie es funktioniert. Ja. Jetzt muss es heiß hier, ne? Ja. Nee. Boah, ist sauber. Nice. Mega.
Jetzt, wo keiner mehr da ist, dann nutzt er die Gelegenheit, ne? Ja, mal eben dahin. Das sieht doch gut aus, oder? Oh, die ist gut. Yeah, jawohl! Oh, das ist richtig gut. Hey. Die ist richtig gut. Ich hab grad die Rute so rum. Ich hab auch Fisch. Doppelgrill. Oh, ja. So, nimm auf. Oh, so ein Stress hier. Oh nein, meiner ist weg. Ah. Im Sitzen? Im Sitzen? Im Sitzen, selbstverständlich. Ach, machst du Ansitzangeln? Ja. Effizientes Angeln. Alte Herren fischen. Jawohl. Könnt ihr das nächste Mal weniger stressig sein? Nein. Nein. Nee, das können wir nicht. Das wollen wir nicht. Schöne, natürliche, keine Macken. Toll, jetzt haben wir eine Ecke gefunden, wo sie wirklich, wo es abgeht. Definitiv. Vor allen Dingen abgeht. Also bei dir ist es ja abgegangen, bei mir ist es abgegangen. Ja, es ist... Und ich sag's immer wieder, die wollten hier nicht hin. Wer hat das gesagt? Die sind ja schon zurückgekommen. Hallo? Ist das Mobbing? Ja, da wollten wir hin. Hallo? Schon wieder ausgestiegen? Was macht ihr denn? Hier teilt man meditativ, mich wieder zu befinden, neu zu knoten und so. Der Knollen liegt da gleich drin, da kannst du dann was lassen. Hier ist ja kein Fisch mehr. Nick, das kannst du die Kamera aufs Stativ stellen zu Knollen. Hier. Siehst du? Hast du gesehen? Ja. Komm da oben weg. Nein! Jetzt haben wir den noch weiter rübergezogen. So, jetzt kurz dahin und dann einmal schnell machen. Boah, ich bin so geil. Wo hänge ich denn jetzt? Ich bin so geil, oh, wo hängst du? So was muss ich mir jedes Mal geben, wenn wir angeln sind. So, jetzt gib dir den Wurf mal. Ich bin stabiler als die anderen. Naja, vielleicht auch. Hier, aber wo mir gerade ein Köpfe wegfallen? Nachher zum Schluss oder so nochmal. Ach, da war einer. Da liegt er. Nochmal hin. Vielleicht kriegen wir da nochmal zwei, drei Stück. Patrick, hier kannst du nicht auf die andere Seite gehen. Ja, Picobello. Boah, ist der gut. Boah, bam! Niklas, hast du an? Na. Bam! Mach langsam, mach langsam. Sehr geil. Mit dir auch schon wieder. Ja, der kann er reintreiben lassen. Ich seh den gar nicht. Oh, oh, richtig geiler Fisch. Adrien! Da geht die Krone wieder. Ja, ja, die Krone geht wieder rüber. Danke dir. Ja, ich will euch mal ein bisschen was über mein Equipment erzählen. Denn ich habe hier meine absolute Ultralight-Lieblingsroute dabei, die ich jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 Jahre quasi fische. Und zwar ist das die Neon Midori. Und die hat ein Wurfgewicht von 1,5 bis 6 Gramm. Und das Geile an dieser Rute ist, die ist ordentlich straff. Ich komme damit hier wunderbar mit den Forellen zurecht. Aber selbst Hechte habe ich da schon unzählige mit gefangen. Und das war so gar kein Problem. Und wir haben da mal so ein Video gehabt früher. Das haben wir für Madenbaden gedreht. Da habe ich 21 Sekunden gebraucht, um damit ein 70er Hecht quasi zu landen. Das heißt, die hat ordentlich Rückgrat. Und die macht unfassbar viel Spaß, weil man hat eine ordentliche Rückmeldung, so wie man das auch vom Spinnfischen kennt, weil das fehlt oft bei Ultralight-Routen. Ja, und die macht einen kleinen Köder mit, aber die kann auch wesentlich mehr ab. Also wenn man da ein bisschen mehr als 6 Gramm dran haut, ist das auch gar kein Problem. Wirft, aber auch jetzt mit den Spoons, wir haben es ja gesehen, lädt sich ordentlich auf bei so einem 2 Gramm bis 3 Gramm Spoon und wird ordentlich in eine Weltgeschichte gepfeffert. Als Rolle nehme ich dazu eine Diver Fuego, da habe ich eine 2000er. Oder bin ich heller best mit zufrieden? Kann ich nur empfehlen. Komm, warte. Oh, 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 oh. Ich bin, Evo. Oh, yeah! Boah, guck dir das an! Was für ein Eumel, ey! Alter! Oh. Yes. Sie ist ja an die 50. Leck, boah, sehr geil. Die Krone kannst du gleich weitergeben. Der Forellenangeln durchgespielt. Wie geil ist das, ey? Ja, dein Spinner, das ne, aber, ja, mega. Den darfst du jetzt behalten, den schenke ich dir. Erfolgsspinner. Boah, was für ein Fisch, ey. Hammermäßig. Boah. Da haben wir 43. Ja. Wow. Eine 43er. Sehr schön. Ja, unfassbar, was wir hier gerade erlebt haben. Das knallte ja wie Sau. Und dann hat die alte Ratte da
sich mit einer Ü40-Forelle eben die Krone geschnappt. Ich freue mich richtig, weil Vigi und ich haben das schon ewig lange nicht mehr gehabt, dass wir beide Fisch gefangen haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so solche Geschichten habt. Das haben wir letztens schon mal gefragt. Denn Vigi und ich fangen nie zusammen Fisch. Heute ist es endlich mal so gewesen. Vielleicht ist das ein guter Auftakt für Norwegen, weil da brauchen wir sehr viel Glück. Drückt uns die Daumen. So Leute, der Papa muss nach Hause, also ja. Ich. Der Bach verlässt den Bach. Der Bach verlässt den Bach und die drei Damen vom Grill gehen noch weiter fischen. Das war ein sensationeller Tag, es hat mir super viel Spaß gemacht. Dennis, Helgi, Niklas hinter der Kamera. Ich freue mich auf eine Revanche, hätte ich fast gesagt, bei euch am Polder. Oh ja, machen wir. Macht's gut. Wir werden ihn wiedersehen. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ja. Sauber. Bah! Bah! Ab, Alter, was ist denn? Jetzt muss der alte Mann auch noch von seinem Bier weg, Mann. Oh, schön. So, Fischus! Sehr maßig? Ja, definitiv. Weiter geht's, ich bin heiß wie Frittenfett. Oh, was ist das? Niklas hinter dir, nicht der Kiste. Warte. Kamera ist auch an. Ja, ich habe alles. Surf hier rein. Badam! So, Nummer 6. War doch 6 oder war das 5? Dann waren es 6. Ja, ich komme ja schon. Hier, und sitzt hier wieder auf seinem Stein, Alter. Alter, der fällt mir jetzt rein. Oh, ist das schön. Guck dir den mal an, Niklas. Ja, dann hol ihn raus, dann kann er sich mit der Kamera. Ja. Halt rein, jetzt bin ich da und du kriegst das Kescher raus. Hier, komm jetzt surfen. Oh, was ein schönes. Ja, Biest. Petri. Bam! Tidding. Also, die nehmen wir aber mit nach Hause. Die nehmen wir mit nach Hause. Oh, ist das schön. Aber schön für die Räucher dran. Ja, ja. Ja, nein. Geil. Schön direkt. Schön direkt abhaken am Wasser. Ja, unfassbar. Was ein scheiß geiler Angeltag. Kannst du noch knollen? Ja, ich kann noch. Der Weg ist, glaube ich, sehr müde. Ja. Der hat schon vor einer halben Stunde aufgegeben, da habe ich noch zwei Forellen gefangen. Aufgegeben kann man nicht sagen. Ich bin anglerisch gesättigt. Ja. Nur heute ist einfach, ist ein schöner Tag und dann war es einfach, an dem Punkt war ich fertig. Ab und zu muss man auch mal gut sein lassen. Und das habe ich jetzt auch gerade gedacht, nachdem ich wieder einen Spoon abgerissen habe. Mir wird die Köderschlacht zu teuer hier. Aber, das war geil. Das freut mich. Ja, echt. Alle Erwartungen erfüllt. Der Plan ist aufgegangen, ihr habt eure drei Forellen, wie versprochen, gefangen. Auf jeden Fall, ja. Eine mega geile dabei, also das ist wirklich Ausnahmefisch des Tages. Ja. Sowas Schönes, Wildes fängt man nicht alle Tage. Absolut, ja. Traumhaft. Ja, liebe Leute, ihr könnt ja mal sagen, wie euch die Folge gefallen hat und ob ihr auch mal Bock habt, mit ihm so einen Angeltag zu machen. Müsst ihr aber vorher mich fragen, ob ich da nicht kann, weil das nächste Mal will ich unbedingt wieder mit. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen und ich hoffe, dass ihr hier mal richtig schön den Daumen hoch macht für unseren Wunschkopf John und schaut auch ruhig mal in seinem Shop vorbei. Gerne. Wunschkopf.de. Eben. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und aber ihr müsst erst warten, bis meine Bestellung abgeklungen ist. Also in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht mal Daumen hoch, vielleicht Tschö. Abo und so und
ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr nochmal Bock habt auf eine Folge mit ihm und dem Patrick. In dem Sinne. Ciao. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.